Die Koalition trifft sich und im Grunde genommen klammert sie alle Themen aus, die wirklich auf der Tagesordnung stehen müssten. Es gab ja so ein paar Attacken aus München von Herrn Seehofer und eigentlich müsste sich ja die Koalition dazu irgendwie verständigen. Das Gegenteil passiert, man klammert explizit den ganzen Themenbereich Flüchtlingspolitik aus bei diesen Koalitionsgesprächen. Für mich ein Armutszeugnis. Es ist offensichtlich, es geht eigentlich im Grunde genommen bei dieser Koalition im Moment gerade darum, wie ist der weitere Fahrplan quasi für den Streit? Und offensichtlich ist es so, dass die SPD da auch nicht die entsprechende Substanz hat, zum Beispiel jetzt gegen die CSU da Position zu beziehen. Keinerlei Ambition mehr, offensichtlich im letzten Jahr vor der Bundestagswahl, sowas wie sozialdemokratische Politik noch zu machen. Wir haben jetzt diese Studie zu Kinderarmut von der Bertelsmann Stiftung bekommen. Für mich ganz interessant, weil es tatsächlich auch im Westen so ist, dass die Quote derjenigen unter 18 Jahre, die in Armut aufwachsen, deutlich gestiegen ist, 13,2%. Und im Osten sich das hohe Niveau hält, 21,6%. Um das vielleicht nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, jedes siebte Kind wächst in dieser Republik in Armut auf. Und diese Bundesregierung agiert gleichzeitig so, dass sie nach außen nach wie vor expansiv auftritt, Kriege führt und eine Politik macht, wo sie in Kauf nimmt, dass Geflüchtete ertrinken. Und es ist offensichtlich so, Stichwort Erbschaftssteuer, dass reiche Erben weiterhin regelrecht gepudert werden von dieser Bundesregierung, aber gegen Kinderarmut nichts gemacht wird. Und für mich ist das einfach eine Politik ohne Herz und hat keinerlei Glaubwürdigkeit, was diese Bundesregierung in diesem Bereich betreibt. Es wird soziale Spaltung weiter betrieben und es ist im Grunde genommen ein hochgradiger Skandal, dass in einer solchen reichen Republik wie in der Bundesrepublik so viele Kinder in Armut aufwachsen. Da ist dringend dagegen notwendig, dass mehr Druck gemacht wird und wir als Linke werden dieses Thema weiterhin deutlich thematisieren. Wir hatten jetzt am Wochenende die Kommunalwahlen in Niedersachsen, für die Linke im Übrigen sehr erfreulich. In 38 von 45 der Landkreise und Städte hat die Linke zugelegt, und zwar zum Teil deutlich. Interessant, bei einer höheren Wahlbeteiligung. Die Grünen beispielsweise haben heftig verloren, und zwar durchgängig. Interessant sind auch die Ergebnisse der AfD, die offensichtlich nicht so absahen konnte wie bei den letzten Wahlen. Wir haben in Oldenburg fast 10% für die Linke, in Lüneburg 9,5, in Osterholz 9,2, in der Landeshauptstadt Hannover 7%, aber auch in den Landkreisen gibt es zum Teil sehr, sehr gute Ergebnisse. Ich würde das alles so zusammenfassen, wenn die Linke präsent ist vor Ort, gute Kommunalpolitik macht, besteht die gute Chance, dass die Ergebnisse ausgebaut werden, so wie es jetzt der Fall ist. Und die Linke in Niedersachsen wird wieder kommen. Das ist auch ein deutliches Zeichen in Bezug auf die Landtagswahlen in Niedersachsen. Mit dieser Grundlage auf der kommunalen Ebene rechne ich damit, dass die Linke die Chance hat, auch dort wieder in den Landtag einzuziehen. Für mich ist dieses Ergebnis ermutigend. Und es zeigt, dass wir als Linke auf allen Ebenen politisch präsent sind und zeigt auch, dass sich gute Kommunalpolitik, die sich für die Interessen der Menschen vor Ort einsetzt, auszahlt. Wir haben jetzt am 17. die Demonstrationen gegen TTIP und CETA. Wir als Linke mobilisieren auf allen Ebenen zu diesen Demonstrationen. Es ist eine ganz zentrale Entscheidung und es zeigt auch, wie die SPD sich verhalten wird.
Sigmar Gabriel hat ja quasi empfohlen, CETA zuzustimmen. Wir wissen aber ganz genau, wenn CETA durchkommt, ist es quasi TTIP durch die Hintertür. Und deshalb, die Linke sagt, auf allen Ebenen klar zu CETA und TTIP nein, sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag. Im Übrigen auch eine Unterscheidung zu den Grünen. Ich komme ja aus Baden-Württemberg und der dortige Ministerpräsident der Grünen will zustimmen zu CETA. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum bei dieser TTIP-Demo es überall, bei jeder dieser Demos, ein Parteientalk gibt, nur in Stuttgart nicht. Da ist offensichtlich von den Grünen reingegriffen worden, weil sie offensichtlich die Auseinandersetzung mit uns als Linke nicht wollen. Und ich glaube, dass wir Druck machen müssen, nicht nur bei Angela Merkel und Sigmar Gabriel in Bezug auf CETA und TTIP, sondern auch bei Herrn Kretschmann, dass es tatsächlich dort noch zu einem Nein kommt. Ich glaube, wir als Linke sind sehr präsent in diesem Themenbereich und werden uns vor Ort bei den Demonstrationen mit jeweils starken Blöcken zeigen. In der Türkei sind jetzt in den letzten Tagen insgesamt 28 Bürgermeister abgesetzt worden. Das muss man sich mal vorstellen, dass Kommunalpolitiker hierzulande quasi durch sogenannte Statthalter ersetzt werden, die regierungskonform sind. Eigentlich ist das ein Zeichen von Diktatur und nicht mehr von Demokratie. Und das Interessante dabei ist, die Bundesregierung schweigt und verhält sich dazu nicht. Ich will es an einem Beispiel mal ganz konkret aufzeigen, weil ich die Bürgermeisterin gut kenne. In Suruç, das ist die Stadt gegenüber der Stadt Kobane. Die Bürgermeisterin dort wurde einfach abgesetzt und es gibt jetzt Proteste dagegen von der Bevölkerung. Und das ist tatsächlich jetzt der kalte Putsch auf den unteren Ebenen. Was wir dringend brauchen, ist jetzt ein Zeichen sowohl von der Bundesregierung als auch von der Europäischen Union. Es gibt einen Gipfel am Wochenende, am Freitag, wo die Staats- und Regierungschefs eine klare Möglichkeit dazu hätten, der Türkei mal die Grenzen aufzuzeigen. Das ist jetzt eine weitere rote Linie, die in der Türkei von Erdogan überschritten wurde. Und jetzt müsste die Bundesregierung sagen, das ist der Punkt, wo wir die Zusammenarbeit beenden. Wir als Linke fordern ein Ende der Zusammenarbeit im polizeilichen, geheimdienstlichen und militärischen Bereich. Und wir fordern, dass die Bundeswehr aus Incirlik abgezogen wird. Interessant vielleicht dazu, die Türkei hat schon angekündigt, dass der linke Vertreter eine Sonderbehandlung bekommen soll, was natürlich demokratisch überhaupt nicht geht und was wir sehr deutlich zurückweisen. Da ist es ganz interessant, dass Herr Lammert sich deutlich klarer für die Rechte der Bundestagsabgeordneten einsetzt, als dass die Bundesregierung mit ihrer bösartigen Trickserei bezüglich der Armenien-Resolution gemacht hat. Und insofern, wir fordern jetzt, dass beim Gipfel am Freitag die Bundesregierung die Initiative ergreift für ein Ende der Zusammenarbeit mit der Türkei.